Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir fahren das nächste Rennen. Wir haben in der letzten Folge den RX-8 mal so richtig aufgebohrt, so viel wie geht, alles reingeballert, was das Spiel einem so anbietet. Mal gucken, wie er jetzt fährt. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß und sei vorsichtig. Was ich sehr geil finde, ist, dass sich der Innenraum tatsächlich auch optisch an die Tunings, die man so da vornimmt, anpasst. Also sieht jetzt schon deutlich rennwagenmäßiger aus als vorher. Nee. Das Problem ist, das Spiel ist, wird dadurch nicht einfacher. Nee, das muss ich neu starten. Das funktioniert nicht. Also, weil die gegnerischen Autos werden halt einfach besser. Wir wollen aufs Podium. Also viel Spaß. Und sei vorsichtig.
Oh Mann, dieses Chaos am Anfang immer. Das Problem ist, man muss vorne dranbleiben, okay, wenn man eine Chance haben will. Und vorne dranbleiben heißt, dadurch, dass man immer so weit hinten startet, muss man natürlich erstmal nach vorne kommen. Und dann muss man irgendwie aggressiv an allen vorbei. Und dann passiert halt auch manchmal Mist. Und dann kommt man aufs Kiesbett und dreht sich komplett. Grün, los, los, los! Ah, doch zurück auf die Strecke. So wird das nichts. Nein, es... Ach, Mist. Da war ja schon das Ziel. Ja, ja, ja. Level 16. Und neue Einladungsevents. Ja, zumindest eins. Aber ich will das so nicht stehen lassen.
ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Grün, los, los, los! Ja, komm. Grün, los, los, los! Ey, ich lenke nach links und bremse. Das Auto hat ABS. Aber man wird einfach von der Strecke weggeschoben. Also viel Spaß und sei vorsichtig. Grün, los, los, los! Es bringt nichts. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Grün, los, los, los!
Nee. Dass man aber auch einfach dann nicht mehr zurück auf die Strecke kommt. Ich habe keine Chance mehr. Kaum sind die Tuning-Teile drin, ist das Auto schlecht. Aber ich will es jetzt eigentlich auch nicht nur aufs Auto schieben, aber... Ja... Beruhige dich, Spiel. Ich will doch nur das neu starten. Letzter Versuch.
Oh, die da vorne zu erreichen, das ist so gut wie unmöglich. Komm schon, jetzt fahr zurück auf die blöde Strecke. Also mehr ist nicht drin. Mehr schaffe ich nicht. Bin ich zu schlecht für oder was weiß ich, was das Problem ist. Das, ja, Controller ist halt auch ein Problem. Und aber ohne Controller geht's überhaupt nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ich höre mich viel, viel abgefuckter an, als ich bin. Was haben wir? Wir haben noch Zeit. Wir probieren das einfach nochmal, falls wir uns ein Stufe 2 Auto kaufen werden. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Aber wahrscheinlich wird das so sein. Ja, komm. Grün, los, los, los! Also man muss sich auf jeden Fall höllisch konzentrieren schon. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so toll.
Weil das macht das Spiel irgendwie anstrengend. Berühre 225 Gegner. Ach, da fällt mir ein, wir haben doch auch ein Einladungsevent noch bekommen. Was haben wir denn da jetzt? Das hier. Heiße Runde auf Silverstone. Silverstone ist doch eine coole Strecke. Wir werden heute den Audi RS4 nehmen und Rundenrekorde jagen. Ja, machen wir das mal. Wobei Silverstone ist ganz schön lang. Noch ein paar Sekunden mit Grün. Und erbietest du die drei Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los! 1:06. Nee. Noch ein paar Sekunden mit Grün. Und erbietest du die drei Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los geht's! Gut. Das war doch mal wieder ein entspanntes Rennen zum Abschluss. Tja. Sauberes Rennen auf Silverstone National. Tja, und jetzt sieht's so aus.
diese Aufnahmesession ist jetzt erstmal zu Ende, so wie immer, nach 7 Folgen. Aber für mich geht es dann morgen direkt schon weiter mit den nächsten 7 Folgen für übernächste Woche. Ja, habt das vielleicht im Hinterkopf. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich nicht direkt auf irgendwelche Vorschläge von euch eingehen kann. Oder überhaupt möglicherweise, ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie ich durchkomme. Weil ich muss jetzt für 4 Wochen vorproduzieren. Weil ich habe 3 Wochen Urlaub. Und dadurch fehlen mir mindestens 3 Wochenenden. Und ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache ein viertes Wochenende noch die Vorproduktion mit. Lieber bin ich eine Woche zu Hause und hätte die Zeit als... aber hab schon aufgenommen, als dass ich die Zeit nicht hab und nicht aufgenommen hab und dann habt ihr eine Woche keine Folgen oder so. Das wollen wir ja nicht. Deswegen Vorproduktion für 4 Wochen. Denkt da bitte dran und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, schreibt mir gerne Kommentare und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.